Und da geht es endlich mal wieder weiter mit Fallout. Ich habe jetzt ewig lang nicht mehr aufgenommen. Und mir fällt direkt ein, dass wir in dieser verkackten Ding festgesteckt haben, so wie Kate in der Couch, in dieser Gedankenwelt von ihm hier. Und jetzt haben wir das ja endlich geschafft. Ach, sehr schön, sehr schön. Okay. Duma, hey, hey. Dima, ich habe die Bänder aus Martins Versteck. Ausgezeichnet. Aha. Ja, das sollte funktionieren. Lass mal hören. Schön, seine Stimme wieder zu. Ziemlich düster, das Ganze. Da, es ist nicht schön, die Worte eines alten Freundes zu verdrehen. Aber ich glaube, Martin würde es verstehen. Dieses Band sollte reichen, um den hohen Beichtvater in die Kommandozentrale zu locken. Tactus ist allerdings sehr misstrauisch. Ach ja, den müssen wir noch umbringen. Verdienst du dir erst sein Vertrauen, sollte die Sache etwas glatter verlaufen. Du musst dann die Leiche verschwinden lassen. Die Mauern der Wartungsschächte waren noch nie besonders gut gewartet. Das sollte also funktionieren. Wenn du fertig bist, kommen wir wieder her. Dann schicken wir den Ersatz los. Also, bist du bereit? Dima, Moment, wir haben deine Erinnerung eigentlich, oder? Vorbereitung für Ersatz. Wie laufen die Vorbereitungen für den Ersatz? Bisher lief es recht gut, aber die knappe Zeit macht mir etwas Sorgen. Aber er sollte bereit sein, wenn du es getan hast. Okay, gut, ja, dann sind wir jetzt einfach bereit. Also, ich denke... Ich bin bereit. Dann will ich dich nicht weiter aufhalten. Hier ist das Band. Das Schicksal der Insel liegt in deinen Händen. Und dann gehen wir mal zu dem Hanswurst hin und lassen ihn noch geschwind austauschen, bevor wir... Oder können wir jetzt schon Dima seine Erinnerung mitteilen? Dima allein? Hey, Dima. Hingabe bedeutet den Kindern des Atoms viel. Klar. Ich... Ich sollte losgehen. Aber sicher. Die Erinnerung, die wir jetzt eben rausgezogen haben, in drei Folgen Arbeit, das interessiert ihn gar nicht, oder was? Aha, Dima, okay, ist in Ordnung. Oh, bald Level Up. Mir gut. Können wir schon was aufleveln? Oder warten wir gerade auf ein bestimmtes Level? Ich weiß noch immer, dass wir Schmied machen wollten und Rüstungsmeister, glaube ich. Ich guck mal ganz kurz. Ah, ne, wir haben im Moment keinen freien Skill, alles klar. So, was... Hä? Achso, hier könnte man die Verteidigung von Fahaba ausschalten. Warum? Ja. Warum haben wir... Achso, das war gar nicht die Kate, das war jemand aus dem Kaffee. Warum haben wir das hier angezeigt als richtige Aufgabe, diesen Schalter umzulegen? Wir haben es ja eigentlich gar nicht vor, oder? Oder wollen wir Fahaba etwa einfach ficken? Immerhin sollten wir das ja mal erkunden. Beziehungsweise wir haben es jetzt erkannt und gehen jetzt aber erstmal zu Beichtvater Tactus, um den auszuschalten und dann zu ersetzen, weil er einfach ein Dreckarsch ist, ein Verschissener. So jemand sollte nicht an der Macht sein. Und deswegen werden wir den jetzt platt machen und dann scheinbar in eine Mauer einarbeiten, damit ihn niemand findet. Wie raffiniert. Das erinnert mich an so eine ganz, ganz alte Folge von Habt ihr das gehört? Nein. X-Faktor, das Unfassbare. Da wird irgendjemand in der Wand... Es gibt zwei Folgen, die mir jetzt direkt in den Kopf schießen. Einmal hören Leute so voll gespenstliche Geräusche und reißen dann halt so eine Wand ab. Da steckt dann jemand drin. In der einen Folge und in der anderen wird jemand... Ich glaube, weil das Gerät... Die haben so dieses Dämmspray, was man da macht, diesen Schaum, der sich dann so überkrass ausbreitet. Den haben sie in... Ja. Der hat sich irgendwie selbst aus... Oh nein, fick doch deine Mother! What the fuck? Der hat sich irgendwie aus Versehen selbst in die Wand reingesprüht oder so. Da legt diese Spritzpistole hin, wie auch immer. Und die geht irgendwie von alleine an und sprüht ihn dann voll. Ich weiß nicht, ob die Fälle wahr waren, aber es war wie immer unfassbar. Tja, das ist schon mal passiert in Illinois, 1837. Ja, natürlich, Jonathan. Der Jonathan Freaks immer mit seinen krassen Übergeschichten. So, Vivia, können zwei Leute ansprechen. Du hast die Mutter des Nebels gesehen. Halt doch mal deine haarige Gosch. Sonst gehe ich hier dran und spiele Pokémon. Raketenstartsequenz eingeleitet. Leute, irgendwas ist passiert. Wie unangenehm von mir.
Ja gut, das machen wir jetzt nicht. Wir sind nicht alleine, Kinder. Ach komm, wir gucken uns kurz die Explosion an. 38er Verstrahlung. Leute, was macht ihr denn? 25 Sekunden bis Abregelung. 25 Seconds? Oh my god. Also, dieser Kerl draußen sollte es ja jetzt gar nicht mitbekommen haben, was wir hier gerade gepimmelt haben. Die haben ja keine Walkie-Talkies oder sowas. Ulle, das für ein schönes Ding da. Oh. Lecker, Schmecker für Spaß und Decker, oder? Aha. Abregelung in 5, 4, 3, 2, 1. Yay! Abregelung durchgeführt. Oh. Warte mal kurz, ich will doch den Start sehen. Oh Gott, wie sehen wir denn aus? Warte, ach Gott, ist das gerade mal eine Anstrengung da? Ich will doch nur schnell sehen, wie das in die Luft fliegt und dann wieder laden. Heidenei, Kartoffelbrei. Oh, oh. Okay, voll schön, aber egal. So. Das hier, ne, ist es. Oder wo waren die böse auf uns? Ich glaube, das hier ist es. Wo sie noch nicht böse auf uns waren. Was hast du getan? Hm, als wenn die wüssten, was ich gemacht habe. Die müssten eigentlich sowas sagen wie, was hast du da reingesteckt? Voll lustig, gell? Ist das irgendwas Cooles? Und dann macht's Patsch. Hallo, Tex. Oh, Beichtvater. Sei gegrüßt, mein Kind. Du bist ein echtes Vorbild. Wahre Hingabe für Glauben so und Familie. Wie kann ich dir helfen? Also, Guck mal. Ich habe ein Holoband gefunden. Beichtvater Martin will zurückkehren und alles übernehmen. Wir sollten einen Plan aufstellen, aber nicht hier. Die Tunnel der Kommandozentrale müssten weit genug von den Kindern entfernt sein. Martin? Das kann nicht. Hör doch mal rein. Spiel es ab. Ich will die Stimme dieses Feiglings hören. Martins neues Zeitalter. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, was er da drauf gewurstet hat, der Dima. Da war es doch eben. Martins neues Zeitalter. Ah. Hört zu, Kinder. Tektes Zeit ist abgelaufen. Der Nukleus muss für eine neue Ordnung bereit sein. Meine. Ha. Ich kann es kaum glauben. Er lebt. Die anderen Kinder dürfen nichts davon erfahren. In der Kommandozentrale, ja? Ich werde dafür sorgen, dass wir nicht gestört werden. Haha. Jetzt mache ich dich ganz arg tot. Lalala. Achso, kommst du jetzt auch? Weil da immer noch dieses... Entschuldigung, hoher Beichtvater. Ich werde anordnen, dass wir nicht belästigt werden. Okay, Achtung. Dann gehen wir dann mal geschwind hin. Das ist wieder oben, ne, in dieser Tür. Dann machen wir den um. Bauen den in die Wand. Wie kriegen wir den eigentlich leise gefistet? Das ist die Frage, die hier im Raum steht. Ich glaube, ich nehme unsere Pistole. Wahrscheinlich ist der auch nicht sonderlich stark, ne? Der Knilch. Der ist ja... Der hat ja praktisch keine Kampferfahrung, das ist ein Vollidiot. Manchmal wirkt es, als würde der Alkemist durch mich hindurchblicken. Hört auf, hier rumzuflüstern, das ist eklig. Wo ist ein. Fuck, Mann, wo geht's? Hä? Oh ja, ja, Atom wird es richten. Die Seele des Heiligen kann nur geheilt werden. Jetzt gehen wir da geschwind hoch und natzen den Kerl um. Und. Hallö? Es ist noch nicht mal eine Wache hier. Gar kein Problem für uns. Es müsste direkt hier in dem ersten Raum sein, ne? Da waren wir ganz am Anfang mal und da war die Wand schon so komisch verschniedelt. Direkt da drüben. Ja, man sieht's schon. Dann speichern wir hier gleich. Weil ich nicht sicher bin, wie wir den umbringen müssen, damit das die anderen nicht mitbekommen. Ich will natürlich nicht, dass jetzt dann gleich die ganze Basis auf uns schießt, wenn wir wieder rausgehen. Immerhin sind wir durch so einen ladenden Bereich gegangen, oder Ladebereich. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Nee, ich bin nicht hier. Tektus. Also, bin hier. Wo steckst du? Hallo, also, Tektus. Was hast du über Martin herausgefunden? Zum Weglaufen überreden, what? Ha. Und dir ist sicher niemand gefolgt? Keine Sorge.
Hier unten hat Morten keine Ohren. Also, was kannst du mir sagen? Was hast du Angst vor Morten? Warum hast du solche Angst vor Morten? Fürchten? Das tue ich nicht, Kind. Morten war es, der sich fürchtete. Er wollte sich Verhaber nicht entgegenstellen und für dieses Land kämpfen. Ich bin der Einzige, der bereit ist, das Notwendige zu tun, um die Sicherheit dieser Familie zu gewährleisten. Ich werde nicht zulassen, dass er diesen Ort wieder in Gefahr bringt. Also, dein Band. Hat Morten es dir gegeben? Oder hast du es irgendwo gefunden? Bitte, ich muss es wissen. Wie sieht's denn hiermit aus? Es ist aus, Tactus. Dima hat mich geschickt, dich zu töten. Ich werde es tun, wenn ich muss. Aber wenn du fortgehst, lasse ich dich leben. Du arbeitest hier. Du blöffst nicht, oder? Kein Ort auf dieser Insel ist vor ihm sicher, oder? Gut, diese verdammte Maschine soll kriegen, was sie verdient. Entschuldigung, hoher Beichtvater. Sag Dima, er hat gewonnen. Hä? Tja, ich würde sagen, so haben wir auch nochmal eine leckere Gesprächsoption gemacht und sind auf Level Up. So sieht das aus, so funktioniert das bei den Profis. Bis jetzt habe ich wie viele Leuten gesagt, dass sie aus der Scheiße hier verschwinden sollen? 3? Ihm, dieser komischen Frau und noch jemandem, meine ich. Habe ich es ans Herz gelegt, dass sie verschwinden soll. Ja, diese andere, wo die er beschuldigt hat, sie würde ihn hassen. Sie hat ihn auch wirklich gehasst. Hast du Schwester Aubert gesehen? Die habe ich weggeschickt. Wahrscheinlich war das die. Ja, die ist auf Pilgerfahrt gegangen und zwar für immer. Tja, wir sind halt der Engel des Friedens, beziehungsweise zumindest der Engel, der Engel halt. Man muss ja nicht immer alle umbringen. Ja. Haben wir eigentlich dem Dima schon gesagt, dass wir auch zur Bruderschaft gehören? Was sagt er dazu? Finde ich nicht gut. Im Nebel lauern viele Gefahren. Ja. Ich bin die Gefahr. I'm the danger! So. Ich würde mich gerne direkt zu Dima rein teleportieren. Nicht dieses Rausgehen hier aus dem Nukleus, zu ihm hin teleportieren, vor die verkackte Tür, wieder eintreten. Ladezeiten am Stück. Sehr nice. Und da wieder nein. Aber ich glaube, das hier dauert nicht so lange. Also ich meine, im Moment geht's ja auch. Wir hatten, glaube ich, am Anfang ziemlich krasse Ladezeiten. Da habe ich mich immer so ein bisschen beschwert und gesagt, hey, was soll das eigentlich? Alle sagen am PC, ja, da zockt mal, da geht alles schnell und flott und ich habe ja recht, ein Biest stehen. Und dann waren die Ladezeiten krasser als, oh, fuck. Ja, krasser als bei, achso, halt, das vielleicht der neue, als bei der Konsole. Klingt nach einer interessanten Erfahrung. Ich bin froh, dass wieder Frieden auf der Insel herrschen wird. Atoms Vision war eindeutig. Okay. Ich danke dir nochmal, dass du mir Unterkunft gewährt hast, während ich unter seinem Einfluss stand. Gerne doch. Du kannst Gerne so lange doch. Bleiben, wie du willst. Das ist zu freundlich, Dima. Ich brauche nur etwas mehr frische Luft. Ha, frische Luft, der verstrahlte Bock. Du hast das bestimmt schon gehört. Der hohe Beichtvater hatte eine Vision. Atom verlangt Frieden. Ich nehme an, du willst mir sagen, dass deine Aufgabe erledigt ist? Exactly. Ja, heißt das, die Insel ist endlich sicher? Ich glaube, ja. Jetzt kehrt endlich Frieden auf der Insel ein. Was wir getan haben, ist eine große Bürde. Aber jetzt können der Nukleus, Farhaber und Arcadia gedeihen. Gemeinsam. Und du glaubst wirklich, du kannst dem hohen Beichtvater vertrauen? Ja. Du weißt, ich habe das schon mal gemacht. Ich habe ihm die besten Eigenschaften von Tactus gegeben und von Morten. Erinnerungen an seine sanfte Stimme werden den neuen hohen Beichtvater leiten. Ja gut. Okay. Reden wir jetzt über deine Belohnung. Du hast dir auf jeden Fall eine verdient. Also keine Sorge. Juhu. Ich kümmere mich von hier aus um alles. Sorge dafür, dass die Kinder des Atoms und Farhaber verhandeln. Sie werden gemeinsam wachsen, unter unserer Führung. Die Kinder werden in ihrer strahlenden Festung feiern. Die Haberbewohner werden weiter überleben und sich das zurückholen, was der Nebel ihnen genommen hat. Und meine Leute sind in Sicherheit. Sehr schön. Hier, für deine Mühen. Du solltest auch den Nukleus besuchen. Ich glaube, der hohe Beichtvater will mit dir sprechen. Oh, schon wieder teleportieren? Und natürlich bist du jederzeit in Arcadia willkommen. Ohne dich hätten wir es schließlich nie geschafft.
Du hast den Skill Beschützer von Arcadia erhalten. Wenn du schweren Schaden erleidest, besteht die Chance, einen großen zeitlich begrenzten Bonus auf Schadens- und Energieresistenz zu erhalten. Fuck noise. Okay. Das ist wirklich sehr schön. Aber ich habe keinen Bock jetzt. Jetzt muss ich schon wieder den verkackten Nukleus und ich muss noch nach Farber und irgendwie sagen, Leute, jetzt hört mal auf rumzujaulen. Okay. Überrede, Dima. Was rede. Ha. Okay, das war jetzt praktisch so eine Clusteraufgabe. Wo ist denn der verschissene Ausgang? Da. Das Landreinigen ist auch abgeschlossen. Ja. Faraday. Nee, ich deine verkackte Geschichte nicht hören. Okay, ich denke, wir können erst mit ihr da unten talken, also über eine letztendliche. Ah doch, sprich mit Kazumi. Und mit dem hohen Beichtvater. Ist es was sonstiges? Ja. Okay, was ist denn das hier? Ach ja, das ist diese geschützte Scheiße, Bericht der Bruderschaft. Okay. Sonstiges ist es generell angeschaltet? Ja, ne, das ist generell angeschaltet. Okay. Dann talken wir jetzt noch kurz mit Kazumi, bevor wir zum Beichtvater gehen. Das ist schon mal eine kleine Abwechslung. Ich denke, er gibt uns auch noch Geld oder irgendwas. Oder eine Waffe, Rüstung, wer weiß. Hallo, Kazumi. How the fuck can I help you? Sieht so aus, als gäbe es Frieden auf der Insel. Mhm. Das warst du, oder? Du hast alles ins Lot gebracht. Ja. War alles okay, während ich weg war? Ja, alles okay. Mir ist eine große Last von den Schultern gefallen. Hey, hör zu. Als du das erste Mal hier aufgetaucht bist, wolltest du mich holen. Mich nach Hause bringen. Ich habe darüber nachgedacht. Ich habe Kenji und Ray wehgetan, als ich gegangen bin, oder? Ja. Ich hätte auch so tun können, als wäre alles in Ordnung. Aber ich habe sie verlassen. Soll ich zurück? Offensichtlich bedeute ich ihnen noch etwas. Oder das, wofür sie mich halten. Sie brauchen eine Tochter. Sie haben es verdient. Ich habe in Arcadia alles geklärt. Ich habe meine Antworten. Vielleicht sollte ich jetzt etwas für jemand anderen tun. Kazumi, das kann ich dir wirklich nur... Ja. Kazumi, bitte hör zu. Du bist kein Sünd. Du bist die echte Kazumi. Du bist ihre Tochter. Das ist ja das Problem. Ich werde es nie wirklich wissen. Der Gedanke wird immer da sein. Irgendwo im Hinterkopf. Aber du hast recht. Ich bin echt genug, oder? Das ist das Einzige, was ich wirklich weiß. Ich muss packen und mich von allen verabschieden. Vielen Dank. Für alles. Vielleicht sehen wir uns ja irgendwann im Commonwealth. So, Kazumi. Weißt du, was wir machen können? Es ist ziemlich einfach. Ich weiß nicht, ob wir sie jetzt schon umbringen können, aber... Ich habe ja mal versucht, sie umzubringen. Und da hat es nicht so funktioniert. Also wenn wir sie einfach natzen, dann sehen wir natürlich, ob sie eine Synth-Komponente hat. Aber scheinbar ist sie unbesiegbar. What the? Man kann sie gar nicht natzen. Okay. Dann bringen wir sie halt erstmal nach Hause, bevor wir sie umpimmeln. Und dann gucken wir, ob sie eine Synth-Komponente dabei hat oder nicht. Aber ich denke nicht, dass die ein Synth ist. Das ist ein typisches Ghoul. Irgendwas im Fernsehen sieht und denkt, ich bin auch eine Vampirfrau. Ich glaube ganz fest dran. Und dann, na, geht's halt los. Ausreißen, irgendwo einziehen, bei so einem Dima und so weiter. Naja. Dann beamen wir uns jetzt halt noch kurz zurück zu dem Kackvater. Dann gehen wir nach Fahaba, weil die doch verhandeln müssen oder machen die das jetzt von alleine. Er hat gemeint, unter unserer Führung. Muss ich das jetzt noch anleiten? Ich hoffe nicht. So. Und die schöne Musik spielt. Das Ding haben wir alles noch nicht gebaut, oder? Doch, wir haben es gebaut. Wir haben ja die andere Truller schon einmal modifiziert. Die erste Renate. Ein schlafliches Renat. Letztens gab es übrigens einen ID-Treffer, ne? Ich habe zu lange nicht erzählt. Und irgendein Lied war zu laut und da gab es dann für 30 Sekunden oder sowas, da habe ich Text offen gehabt, habe gesagt, da lest ihr den mal für euch, weil ich rumgehustet habe oder so. Und da habe ich dann einen ID-Treffer bekommen. Habe ich aber mich schon gekümmert da. Hallo, Beichtvater. Ich bin zufällig dein neuer Chef. Hallo.
Mit einer strahlenden Vision sprach er zu mir und ich gehorche. Atom fordert Frieden mit Fahrhaber, mit Arcadia, in unserer Familie. Und wer Atoms Wort missachtet, soll für seine Taten büßen. Niemand wird seinem strahlenden Willen im Weg stehen. Gamma-Patron. Gepriesen sei Atom. G-Price in Item. Diese Klickgeräusche von deinem Pip-Boy klingen gar nicht gut. Ja, Kate, so. Entschuldigung, hoher Beichtvater. Entschuldigung. Du, ich wusste es. Ich wusste, dass du es bist. Ja. In meiner Vision. Dort, neben unserem brillanten Meister. Hier, das ist für dich. Sein liebstes Kind soll es tragen. Kleidung. Atoms Bollwerk. Wie sollen wir denn hier unten unsere Beine durchkriegen? Da ist ja eine Stahlplatte davor. Also, wir... Oh Gott, wie soll denn das gehen? Schadens- und Energieresistenz nehmen bei höherem Radwert zu. Ist das jetzt gut oder eher nicht so gut? Wir sind auf jeden Fall zu fett. Wir gucken uns das mal ganz kurz an. Wie ist denn das im Vergleich zu unserem 40-40 ist halt der Hammer, ne? Das hat unser Hemd nicht. Unser Hemd hat 10 und... What the fig? What the fig? Das ist ja... Ah, Arcadias Schild. Plus 1 Beweglichkeit, Intelligenz und Ausdauer. Gut. Guck mal, 40-40 und das Ding hat halt 39 und 44 und plus 1 Beweglichkeit, Intelligenz und Ausdauer. Ich denke, das wird sein, obwohl Atoms Bollwerk deutlich teurer ist. Energie... Ah, widerstehen. Ich habe Energie wiederherstellen gelesen. Also ich nehme auf jeden Fall das Ding. Das macht uns insgesamt einfach krasser. So. Jetzt gehen wir mal direkt heim. Beziehungsweise sollen wir erst nach Fahaber und Zeug verkaufen. Ich nehme an, dass wir auch noch Schotter dabei haben, den wir überhaupt nicht brauchen. Also so wie irgendwelche Waffen oder so. Und wahrscheinlich auch wieder 100 Kilo Krimskrams. Nix da, kleines Doc. Ja, guck mal da, was wir hier noch haben. Weg mit dem Kick. Was? Doch kriegen. Ja, genau, soll Fahaber es doch kriegen. Ihr habt doch eure verkackte Burg. Ist echt schlimm mit denen, oder? Die kriegen aber auch nie genug. Oder sie krugen nie genug. Das ist die Vergangenheitsform von Kriegen bekommen oder Kriegen, ja. Sie krugen nie genug. Mhm. Tauchanzug. Uh-huh. Das ist doch der Spider-Man, oder? Look at the debris. Das lädt's aber schon wieder recht lange. Ha! So. Leute? Achso, ist jetzt Ansprache, oder was? Schnell erzähl, Avery. Oder ich gehe was verkaufen, wenn ich nicht beeilst. Ich kenne niemanden, der den Kapitänstanz gemacht hat. Also, mal. Leute, ruhig. Ruhig. Hoher Beichtvater Tactus, der Anführer der Kinder des Atoms, hat Frieden mit uns geschlossen. Und du glaubst ihm? Ja, er sagte, es wäre eine Vision von Atom. Und wenn man sie kennt, weiß man, wie ernst das gemeint ist. Aber diese Missionare... Die sind kein Problem. Er hält sie von Fahaber fern. Es kommen keine Prediger mehr. Sie werden Ellen also einfach vergeben? Ihr... Tja, Gott hat ihnen das befohlen. Also, ja, ich glaube, sie haben uns vergeben. Sie bleiben also in ihrem Teil der Insel und wir bleiben in unserem. Das ist alles. Wie kann das Last Plank dir helfen? Das war's jetzt. Und alles so, okay, wie kann das Last Plank dir helfen? Hey, du, hör mal auf, den Fisch da reinzumachen, der ist noch nicht gekühlt. Wie kann der Köderladen dir helfen? Folgendermaßen, ich hab hier was. Zeig mal, was du so hast. Na klar. Und zwar hätte ich hier einmal ein Zielfernrohrding für dich und dann noch ein zweites Mal mein altes Hemd, das ich komischerweise noch anhab. Warte mal. Arcadias Schild ist so ein Armding. Ach so. Das ist ja auch so ein Riesending. Warte mal. Was habe ich denn da jetzt ersetzt? Warte mal, was habe ich hier... Wo trage ich diesen Schild? Doch, ich habe doch an der...
Ich bin so behind it. Leute, sorry. Ich habe sowas noch gar nicht angehabt. Also das Bollwerk ist schon das gleiche wie Arcadias Schild. Und zwar einfach so ein Brustpanzer. Aber ich dachte... Ach, das haben wir gehabt. Plus zwei Glück. Ah. Ich, Dummkopf, hab's mit dem Hemd verglichen. Ah. Okay, lass uns kurz gucken. Da haben wir halt kein Glück. Also wir haben weniger Glück, aber das ist trotzdem etwas mehr wert. Und wir haben Beweglichkeit, Intelligenz und Ausdauer. Also das ist trotzdem besser wie unser anderes Zeug. Deswegen... Brooks. Also, wenn du Brooks. Das Schrott oder Krimskrams, ja, ich will doch nur was verkaufen. Dein Fisch wackelt, Brooks, der sag lebt mal, noch. Was du so hast. Na dann mal los in dein Hose. Mal, das ist ja weg. Dann machen wir den Brustpanzer. Das hängt mir einfach so um. Das ist einfach ein Brustpanzer, logisch. Den machen wir auch weg. Und jetzt ist halt die Frage, ob wir Atomus Bollwerk auch weglegen sollen. Das sieht halt auch echt scheiße aus, das Ding, ne? Na komm, weg mit der Kacke hier. So. Können wir mittlerweile wieder rennen? Ja. Alles für die Gesundheit und den Mann. Und das war's jetzt wirklich? Haben wir es geschafft? Haben wir die verkackte Insel jetzt freigeräumt? Okay, wir gucken noch hier unten. Finde, wo ist es? Ist es auch hier? Mich kriegst du nicht klein. Oh ja, das ist auch hier. Finde die Landungen der Marinekampfrüstung. Und was ist das da hinten? Ah, die sind hier, die beiden. Sind es drei? Ladungen, nicht Landungen. Das gucken wir jetzt natürlich noch, bevor wir hier wieder nach Hause gehen. Aber zuallererst will ich noch schnell den ganzen Kram ablegen. Wir haben wieder so viel Schotter dabei. Wie sehen wir jetzt aus? Voll schön. Ajo, die passt gut. Ah, das haben wir ja doch gefunden. Sehr schön. So, hier. Gesamten Schrott einlagern. Wow, sind wir leicht geworden. Nicht. Hä? Was ist los? Warum sind wir so fett? Bawa. Nein, ich muss doch dahin. Es geht nicht los. Tschüss. Ich will doch nur was. Achso. Das habe ich nicht vorgehabt. Komm wieder raus. Zack. Er muss immer erst einschalten. Obwohl ich ihm sage, komm. Das liegt auf dem Boden. Na, egal. Wir brauchen unbedingt zusätzliche Taschen. Ja, ich bin so cool. Dankeschön. Und hier haben wir nicht genug Rüstungsmeister, um das zu machen. Da pimmeln wir jetzt noch rein. Weil diese Tragegeschichte ist ja immer noch das, was am meisten abfuckt. Da müssen wir echt hin. Da müssen wir hinkommen. Rüstungsmeister. So. Wo haben wir denn dann? Da müssen wir noch ein Level aufsteigen. Aber dann geht's auch richtig rund, Leute. Das glaubt ihr aber. Ach ja, und Schmied haben wir auch auf 1 aufgelevelt. Das heißt, wir müssten eigentlich unsere Schlagwaffen vielleicht um 1 verbessern können. Nee, wir brauchen echt 2 und sogar 3 hier in dem Fall. Guck ich es mal an, dann robbt der so richtig. Nochmal mit 30 Zusatzschaden rein. Fetter Mann. Können wir hier irgendwas machen? Eine tiefe Schüssel. Wissenschaft Rang 4 brauchen wir auch. Da müssen wir noch ein bisschen aufleveln, aber das ist auch kein Problem. Wir haben noch einiges vor uns. Jetzt haben wir alles abgelegt und fing immer noch so scheiße fehl. Ah, wisst ihr was? Wir haben bestimmt hier noch... Doch nicht. Ich dachte, wir hätten vielleicht noch 8 Kilo Nuka-Cola dabei. Sag mal, was haben wir denn alles dabei, dass wir so fett sind? Wir waren doch mal bei 200 gestanden. Okay, wir haben halt echt viele Waffen dabei. Okay, das sehe ich ein. Die legen wir dann auch gleich mal ab. Wir gehen jetzt auch schnell tauchen nach dem Scheiß. Ja, ich beam uns dahin, dann schwimmen wir darüber. Und gucken uns die Schoße mal an. Ah, es ist jetzt gleich die Folge vorbei, Mensch, ey. Egal, das erste kriegen wir bestimmt noch. Und dann haben wir endlich wieder ein bisschen spaßigeren Kram zu machen. Ich weiß, die letzten 3 Folgen waren etwas kritisch, beziehungsweise waren halt etwas langweilig. Wegen diesen Missionen, die wir da machen mussten. Das waren jetzt halt nicht so die perfekten Teile. Aber in diesen Erinnerungen dachte ich, erledigen wir jetzt geschwind alles. Und dann haben wir es hinter uns. Ah ja, das war ja diese Festung der Vollidioten. Komm. Ich hoffe, dass hier keine Viecher auf uns warten. Dass wir hier entlang schwimmen. Oh, da oben ist noch so ein Dödel. Dass wir hier entlang schwimmen und auf einmal kommt da so eine Königin oder so. Warum seid ihr eigentlich wieder respawned? Ihr Säcke. Hier.
Hier! Echt? So, und den Rest lasse ich leben. Ich schwimme jetzt einfach nur darüber. Bye, bye. Dann schauen wir mal. Da vorne ist auch eine kleine Insel, glaube ich. Ja. Direkt neben uns ist die Insel vermerkt. Gott. Ist das da vorne? Oder soll das dieses ganze Ding sein? Ah, da drüben ist sie. Okay. Gehen wir kurz hier hoch. Wasser trinken. Na, sind wir gleich da. Let's go! Achso, und noch eine Red X. Wäre gut. Rudux. Hier sind doch bestimmt irgendwelche Riesenviecher, die wir da nicht angreifen können, weil wir unter Wasser nicht schießen können. Da ist schon mal irgendwas. Warte mal, man kann doch so ein bisschen durchgucken durch die... Oh ne, was schwimmt denn da vorne? Hm. Was ist das? Oh ja. So. Achso. Das ist einfach... Okay. Boah. Ja, ultra erschreckt. So. Mhm. Das ist halt einfach, ja, die Marinerüstung, ne? Das ist ultra krass. Linker Arm. Wir vergleichen das mal kurz. 22, 22, 10 und 140. Und Arm links. Das können wir sogar direkt tauschen. Das ist ja scheiße, was wir haben. Weg damit. Und der Arm rechts. Da haben wir doch irgendwas dran, ne? Eins Wirklichkeit und Wahrnehmung. Okay, das ist schon ziemlich krass. Aber das ist ultra stark. Also ich glaube, damit werden wir erstmal eine lange Zeit... Eins Wirklichkeit und Wahrnehmung ist halt aber auch gut. Wie kann das hier so billig sein? Das Ding hier. Ich meine, das sind echt gute Werte, für die man jeweils ein Level aufsteigen muss, um das zu erhöhen. Das überlegen wir uns noch. Ob wir da jetzt wechseln. So, da unten hin. Ja. Also solche Sachen müssten doch eigentlich für jedes plus für jedes plus 1 irgendwas müsste es mindestens 100 Kronkorken wert sein, also mehr. Hm. Nun ja. Vielleicht bin ich da aber auch einfach. Wir kriegen Strahlung ab. Ja, ist doch gut, ist doch gut. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Oh Gott, ist hier ein Feind. Nee. Okay, nächste Folge, Leute. Ciao, ciao.